Einen wunderschönen Montagvormittag und willkommen zum heutigen Team-Trade des Tages. Ja, und das zum Anfang der Woche und vor allem auch zum Ende des Monats. Beides gleichzeitig. Letzter Februar, 28. ist heute. Und das wird uns natürlich weiter beschäftigen, gerade wie wir es kennen, eben von dem Übergang in den nächsten Monat mit den Kapitalflüssen, was uns natürlich auf der einen Seite in Betracht ziehen lässt, eben ältere Positionen auch mal wieder in den Long-Modus zu sehen, aber auch gleichzeitig uns vor Augen zu halten, ob eben gewisse Short-Richtungen noch weiter fortgesetzt werden. Sprich, wir werden uns heute mal die Indizes, die Gesamtmarktstimmung ansehen, überwiegend natürlich auf den US-Markt bezogen, ob das jetzt die Tech-Kandidaten aus dem Nasdaq sind oder der Dow Jones. Und auch da wird sich heute die Frage stellen, Long oder Short, das werden wir heute gemeinsam um 14.15 Uhr besprechen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt in die Charts über. Und da sehen wir auch, was sich da ja die letzten Tage oder beziehungsweise konkret letzte Woche gezeigt hat. Das betrifft den Dow Jones und den Nasdaq nicht genau gleich. Es gibt gewisse Unterschiede, das werden wir auch hier sehen. Das sehen wir auch gleich in dem Chart. Dow Jones und Nasdaq selber kann man sagen, was hier gemeinsam ist. Oder generell die US-Märkte, das auch in Europa gesehen worden ist, dass wir zum Donnerstag hin, wer sich erinnert, über Nacht schon morgens, also deutsche Zeit morgens, massiv nach unten abverkauft wurden und das aber sehr schnell wieder zurückerobert wurde. Das sehen wir hier beim Dow Jones, da waren wir an dem Termin bei den knapp 32.000 Punkten. Das haben wir hier auch sofort zurückerobert. Man muss aber sagen, gerade hier sehen wir heute nämlich erstens schon eine weitere Widerstandsbestätigung. Das heißt, wir sind dabei, hier eben nicht zu durchbrechen, sondern wir kommen hier nach unten zurück. Also auch das wird natürlich ein Thema sein. Sehen wir hier mal ein bullisches Ende, sage ich mal, also einen bullischen Start, hier ein Ende von dem Abverkauf, dass wir hier mal nach oben durchbrechen. Oder setzt sich eben das fort, was wir eben schon vorbörslich sehen? Das heißt, diese 440 Punkte im Minus vorbörslich, diese 1,3%, das wird ein Thema sein. Klar, Dow Jones, eher Old Economy, ist prozentual, aber verhältnismäßig immer noch ruhiger, weil wir hier vom Hoch, also vom Anfang des Jahres, immer noch oder nur 10% im Minus haben. Das ist beim Nasdaq nämlich anders. Und das ist nämlich der Punkt, auf den wir uns heute konzentrieren wollen. Es geht hier ganz klar um den Nasdaq. Auch da sind wir hier immer noch knapp 18-19% vom Hoch. Hier vom Ende des Jahres, Nasdaq selber, wie man hier sehen kann, hat die Reise analog erfolgt. Also auch da waren wir natürlich relativ stark im Abverkauf. Wir waren, wie wir hier sehen können, beim Tief knapp bei den 13.060 Punkten, also schon ordentlich. Und gerade das haben wir innerhalb von 2 Tagen, also letzte Woche, Donnerstag, Freitag, sofort zurückgenommen. Wir haben in 2 Tagen über 1.000 Punkte gemacht. Das war schon relativ auffällig. Und das hat uns natürlich auf der einen Seite verleitet, das Ganze nochmal neu zu bewerten und eben nicht so eindeutig zu sagen, so, der Widerstand ist gebrochen, es geht hier long oder das Ganze setzt sich fort, es geht hier short, sondern wir werden das Ganze heute eben gerade in dem Kontext neu bewerten, gerade weil eben verschiedene Argumente aufeinandertreffen, weil wir eben wissen, der große Terminverfall im März, der kommt näher, es sind nur noch 3 Wochen, also gerade jetzt, was eben auch die Institutionellen, die den Markt nun mal bewegen, sich eben positionieren wollen, vorher ab schon eben. Aber auch natürlich, was die Kapitalströme generell zum nächsten Monat angeht, das sind so Argumente, die wir natürlich abwägen müssen, gerade auch mit den aktuellen geopolitischen Sorgen oder zumindest mal mit der Zinswende, die auch eben Mitte März erwartet wird. Auch das sind Themen, beides, die nun mal sich ja gegenüberstehen, deswegen auch Long oder Short. Wir werden deswegen auch auf beide Thematiken eingehen, gerade jetzt an dem Zeitpunkt. Wir sehen im direkten Vergleich zum Dow Jones, das kann man jetzt schon sagen, sieht das Ganze schon etwas erfreulicher aus. Wir sind natürlich auch vorbörslich mit dem Gap hier unten gestartet oder relativ gut übers Wochenende runtergekommen, aber da kommen wir zurück. Wir nähern uns hier eben diesen Widerstand und das gilt es eben von uns neu zu bewerten. Und dementsprechend werden wir auf letzte Woche zurückgreifen, das heißt auch da eben beides abwägen. Das war es auch erstmal soweit von der charttechnischen Perspektive und deswegen werden wir hier auch kein einzelnes Zertifikat vorstellen, sondern ihr habt es ja mitbekommen, wir haben letzte Woche sowohl am Dienstag die Long-Version als auch dann am Donnerstag durch eben diesen massiven Abverkauf ein Short-Zertifikat vorbereitet und wie wir uns da eben heute positionieren werden, was aus unserer Meinung nach gerade jetzt für das Ende des Februars eben maßgeblich entscheidend ist. Das werden wir gemeinsam besprechen. Also haltet euch bereit. Diesmal bauen wir mal wirklich hier Spannung auf. Ich lade euch ein, um 14.15 Uhr dabei zu sein zum Zertifikate-Trade des Tages, zum Team-Trade. Und dann werden wir das gemeinsam mal aufgreifen. Das heißt, auf den US-Markt bezogen, konkret auf den Nasdaq und wie wir uns auf unserer Sicht und auch begründet positionieren werden, auch mit welchen Kurszielen. Bis später.